Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu William & Sly 2. Ja, ich will euch das Spiel heute mal kurz vorstellen, weil es großartig ist, weil es wirklich großartig ist. Oh, hey buddy, I'm taking it easy today. I'm just tired of chasing after those gnomes. They keep stealing my books and now they've taken my journal. If you want something to do, you could try to find it, but I'm betting they ripped up all the pages. I suppose I could revive if I had enough scraps. I don't know. Normally, I wouldn't care, but I really like the journal. Oh, and I'm really sorry about the caves. I didn't think they would use the dissolution spell to hide... I didn't think they would use the dissolution spell to hide them from you. Alter, mein Gehirn setzt aus. Hilfe. I was just trying to get on their good side, you know. Anyway. There's a storage cave right across from here. It looks like a solid wall, but it's not. All you gotta do is walk into it, and the spell will break. They're not so stupid. They forgot to take down the keep out sign. I hope that makes up for showing them how to do it. Maybe if you raid all the mushroom stores, it'll make them think twice about stealing my books. Okay, prinzipiell sind wir dieser lustige Fuchs. Yay. Und wir haben diesen lustigen, das lustige Herrchen, sage ich jetzt einfach mal. Oh, der Fuchs ist so knuffig. Oh, ist sehr knuffig. So, das ist die Map. Die ist ganz schön groß. Wir sind nämlich dieser kleine Punkt hier. Und hier geht eine ganze Menge Scheiß ab. So. Oh, das Spiel ist so großartig. Ach, kacke, mach die Map aus. So. Kommen wir irgendwie in die Butze? Nee, kommen wir gerade nicht. Okay, also prinzipiell müssen wir sein Tagebuch irgendwie wiederfinden. You've broken a dissolution. The gnomes have been using this spell to hide their storage caves. Many of the items you're looking for will be hidden in these. Dann haben wir einen Schlüssel gefunden und ein Part vom Journal, einen Teil von 25. The gnomes have ripped up William's journal. If you find enough scraps, he says he can revive it. In the meantime, why not see what's been writing? Press B to toggle the journal screen on and off. Und einen Mushroom haben wir auch gefunden, einen von 100. Also prinzipiell geht es darum, 25 Scraps, also Fetzen von den Seiten zu finden und 100 Pilze zu sammeln, um die Gnome ein bisschen zu verärgern. Fox then. What does the fox say? Oh, ein Pilz. Ja, Alter. Jetzt mal. Ja, ich will das jetzt nicht lesen, das mache ich später irgendwann. Prinzipiell ist das Spiel hauptsächlich einfach ultra knuffig. Und ich stehe total auf den Zeichenstil. So richtig. Und ja, William & Sly 2 lässt darauf schließen, dass es der zweite Teil ist. Wer hätte damit geraten? Damit gerechnet, wollte ich sagen. Press down to pray at the temple. Within the rock, the Onem groans. Trapped and slave in ancient stones. Little fox, the runes are tarnished. Free them from those earthen bones. The Onem are mysterious creatures. They are known to grant strange powers to those in their favor. Do what they ask for. And you might be one of the lucky few. Genau, da kriegen wir nämlich bei diesen Schreinen hier auch immer noch Quests. Vier Stück gibt es davon, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die geben einem halt immer so Rätsel auf. Und da muss man halt dann mal rausfinden, was die von einem möchten. Zudem gibt es noch diese Fairy Flies. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wofür die gut waren. Aber für irgendwas waren die wichtig. Ich glaube, man konnte auch noch irgendwelche anderen Sachen aktivieren, die hier ab und an mal... This stone looks weak. Ach, ich wollte nicht mehr. Genau, mit irgendeiner Power kann man den Stone dann auf jeden Fall kaputt machen später. Ach, diese dezenten Waldgeräusche im Hintergrund. Ich finde das so super. Das Spiel ist einfach so entspannt. Echo, 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 Echo.
Mushroom, 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 Mushroom. Mushroom, Mushroom, Betcha, 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 Mushroom, Mushroom, Betcha, Betcha. Entschuldigung. Ach Mann, ich will da hoch. Geht es? Was sagt denn die Map? Ah, okay, da brauche ich wahrscheinlich irgendwie eine Double Jump Power oder so für. Oh, ein Pilz. Eine Kiste, für die ich keinen Schlüssel habe, verdammt. Oh, eine Bombe. Damit kann ich doch bestimmt den Stein kaputt machen. Wo war der doch gleich? Ich mit meinem miesen Orientierungssinn bin hier natürlich mal wieder hoffnungslos verloren. Gut, dass es eine Karte gibt. Ah, da war der Stein. Nö. Press down to use a bomb. Wuhu! Ach, hier ist so eine Rune hinter. The figure moves within the light. Okay. Ach genau, entweder brauchte man eine Menge Fairyflies, um die Runen zu aktivieren, oder irgendwie so war das. Und auf jeden Fall wollte das erste Vieh bei dem Tempel, dass wir, glaube ich, alle Steine befreien, also alle Runen unter oder hinter den Steinen befreien. Dann kriegen wir irgendeine Special Power. Und dieser Fuchs ist so unfassbar knuffig. Scheiße. The whole washout looks unstable. Okay, da geht's offensichtlich nicht weiter. War ich irgendwie beim ersten Teil abgebrochen? Ich bin mir nicht sicher. Also, was ich sagen wollte, natürlich gibt es auch einen ersten Teil. Da ist der Zeichenstil noch nicht ganz so fancy. Also er ist auch schon cool, aber er ist noch ein bisschen, ja, schlichter, sage ich mal. Aber trotzdem sehr fetzig. Also auch den ersten Teil kann man sich mal angucken. Man muss das jetzt nicht unbedingt in Reihenfolge spielen für die Story oder so. Kann man machen, aber es ist jetzt nicht elementar wichtig. Oh, was ist das denn? Press down to make fire. Ach, hier brauchen wir die Fairies, genau. Und ich weiß nicht, was wir davon hatten. Irgendwas hatten wir davon. This pole is missing in Amni. Okay. Irgendwas hatten wir davon. Ach, irgendwas konnten wir, glaube ich, speziell machen, wenn wir in Häkchen brennen. Also wenn wir so lustig flackern und funkeln. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was. Ein Schlüssel. Ah, ich glaube, warte mal, wenn man so gebrannt hat, musste man dann, glaube ich, zu den Runensteinen hin. This palm is sick here, okay. Ist ja gerade was runtergefallen. Sah so aus. Genau, und dann konnte man, glaube ich, die Runen aktivieren, das war's. Man brennt aber eben nicht sehr lange. Von daher muss man sich dann immer ein bisschen beeilen. Ah, genau. Ach nee, genau, die Frost Pixies kriegen wir damit weg. Das war's. Haha. So ist es. So und nicht anders. Little Fox, this is a test. Amnibir, this magic best. Air aloft, while earth must rest. Water fears the fiery west. Okay. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest, aber du machst das schon. Wird super. Wird spitze. Ganz bestimmt. So, ihr merkt schon, es gibt hier jede Menge Stuff zu erkunden. Und wir haben nicht mal ansatzweise davon was gesehen bislang. So, jetzt habe ich hier eine Fairy. Jetzt müsste ich mal gucken. So, mir mal genau den Weg einprägen. Hier lang und da, okay. Kann auch sein, dass ich das gar nicht mit dem Ding da hinten machen muss. Oh, das war nicht so clever.
Okay, von hier nach hier, nach hier, nach hier. Gott, das ist. Und dann hier weiter, okay. Puh, ob ich das in der Zeit schaffe? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ach, doch, gerade so. Cool, jetzt haben wir nämlich die Pixie. Und ich weiß gar nicht, wo das Ding hin muss. Hier auf jeden Fall nicht. Können wir damit die Runensteine aktivieren? Ich weiß es nicht mehr. Das ist eigentlich auch eine Sache, die ihr schön selber rausfinden könnt. Ich will dir ja auch nicht alles vorweg spoilern. Ich will das Spiel ja eigentlich nur kurz zeigen, kurz antesten. Also was heißt antesten? Ich kenne es ja. Aber. Oh, eine Bombe. Dann können wir doch jetzt mit der Bombe. Da war doch noch ein Stein. Hier irgendwo. Ach, da. Ja. Ganz clever dran vorbeigesprungen. Richtig gut gemacht, Bench. Daumen hoch. Figure moves within the light. Tja. Okay, dann war es das noch nicht. Irgendwo mussten wir, glaube ich, ein paar Fairies abgeben. Bei irgendeinem Tempel oder bei irgendeinem Schrein. Glaube ich. Aber fragt mich jetzt nicht. Also ich kann es euch echt nur ans Herz legen. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken, wie schon gesagt. Es ist super entspannt und chillig. Irgendwie, also ich mag es total, auch durch die chillige Musik im Hintergrund. Und man kann hier auch lustigerweise, auch wenn es vielleicht am Anfang gar nicht so den Eindruck macht, durchaus mal so ein, zwei Stunden reinstecken, bis man es wirklich komplett durch hat. Also wenn man wirklich so auf 100 Pilze und alle 25 Seiten gehen möchte. Hier ist schon wieder so ein Dingsy. Das heißt, er muss wahrscheinlich auch demnächst irgendwo wieder eine eingefrorene Fee sein. Schlüssel und ein Pilz. Was haben wir hier? These rocks seem loose. Also die Schilder geben auch immer so ein bisschen Hinweis auf versteckte Gebiete. Ah, okay. Hier ist die Frost Fairy. Oh, hier war noch ein Secret. Und das Ding war. Wo war es denn da? Na, fuck. Okay, ob das jetzt noch klappt, ist fraglich. Lauf! Na, okay. Noch gerade so geschafft. Die Pixie noch mitgenommen. Und ja, ich denke, also ich guck mal kurz. So, wir haben auf der Map jetzt schon ein ganzes Stück unten abgelaufen, aber es gibt hier ja noch überall, also riesige Gebiete, auch oberhalb, wo man jetzt noch gar nicht hinkommt, ohne die Rätsel gelöst zu haben, also ohne diese Schreine zum Teil gelöst zu haben. Von daher, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Erkunden von der netten Waldlandschaft hier in William & Sly 2. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.